Okay, so, ladies and gentlemen. Okay. Katinka Kühnreich. So, did you all. Liebe Anwesende, Katinka Kühnreich. No, yes, maybe. Habt ihr euch heute schon bei den Engeln bedankt? Applaus bitte. Did you all took your Prosium 2 today? So. No? Okay, see, also, herzlich willkommen. Du hörst gleich Spielifizierte Kontrolle von Katinka Kühnreich auf dem 34. Chaos Communication Kongress. Und sie wird euch etwas mehr darüber erzählen, wie ein menschliches Wesen beurteilt werden kann. Sie hat einen Magister in Sozialwissenschaft und China-Wissenschaften. Sie hat nicht nur theoretisches Wissen aus Büchern, sondern sie kombiniert es auch mit handfester Erfahrung. Und deswegen begrüßt bitte herzlich Katinka. Hey guys. Hallo zusammen. Ich freue mich, hier zu sein. Und erstmal möchte ich mich bei allen Leuten bedanken, die das möglich gemacht haben, diese Konferenz und diesen Vortrag. Vielen Dank an euch alle und ein besonderes Dankeschön an alle Übersetzerinnen. Bevor wir anfangen, möchte ich noch ein paar Punkte aufzählen. Das erste war das Dankesagen, das haben wir schon. Zweitens, ich muss mich leider etwas entschuldigen. Englisch ist nicht meine Muttersprache, deswegen werden wahrscheinlich ein paar lustige Fehler im Talk auftauchen. Naja, da kann sich dann das Internet drüber lustig machen. Ich möchte euch mit auf eine Reise nehmen durch den gegenwärtigen Stand von Chinas sozialen Kreditsystem. Wir haben nur eine halbe Stunde plus minus, denn ich möchte sehr gerne viel Zeit mit euch allen verbringen mit Diskussionen und Q&A. Wir müssen viel Interessantes weglassen. Es gibt viele Talks beim CCC über die technischen Aspekte von Internetnutzung in China. Ich werde mich sehr auf die sozialen Kreditsysteme fokussieren, aber falls ihr Fragen habt, fragt gerne dazu. Das Q&A wird nicht aufgezeichnet werden und wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann kontaktiert mich bitte nach dem Vortrag. Kommt einfach auf mich zu. Also, das Thema China. Ja, wenn man darüber redet, dann hört man oft sowas wie, China halt. Da geht es nicht darum, China niederzumachen und tut mir leid, falls das hier irgendjemand erwartet hat. China hat eine Regierung und die Regierung möchte etwas kontrollieren. Also, in diesem Vortrag geht es um soziale Kreditsysteme in China. Aber es geht auch um die Tendenz auf internationaler Ebene, um die Tendenz, soziale Probleme mit technologischen Lösungen anzugehen, zumindest um den Versuch. Deswegen denkt bitte daran, es passiert zwar in China, aber es ist bei weitem nicht der Fall, dass wir hier im Westen oder sonst wo sicher vor solchen Maßnahmen wären. Es handelt sich um eine internationale Tendenz. Ich habe ein paar Karten vorbereitet, falls ich meinen Faden verliere. In diesem Talk geht es um meinen aktuellen Forschungsstand. Es ist natürlich nicht die volle Wahrheit, aber es ist der aktuelle Stand. Und auch das bitte ich zu entschuldigen. Also, für unsere kleine Reise, ich habe ein paar Ziele vorbereitet. Das erste ist ein Video aus 2015 über die Sozialkreditsysteme in China. Also, wenn ihr diesen Vortrag nicht mögt, ihr habt 7,5 Minuten, um einfach zu verschwinden. Niemand wird es merken. Danach geht es um
Korrekturen, denn das Video stammt aus 2015 und natürlich sind ein paar fehlerhafte Informationen darin. Und um diese Korrekturen vorzunehmen, muss ich auch kurz auf die chinesische Internetlandschaft eingehen. Der nächste Punkt wird der gegenwärtige Stand der sozialen Kreditsysteme in China sein. SCS wird es auf Englisch abgekürzt. Und eine Frage wird oft nicht beantwortet, wenn über diese Sozialkreditsysteme geredet wird. Wie kam es eigentlich dazu? Und ich möchte das nochmal wiederholen. Es geht nicht darum, dass es eine böse Regierung wäre, sondern es ist eine Regierung. Und am Ende, ich freue mich wirklich darauf, weil ich dann ein bisschen die Klappe halten kann, die Diskussion, und dann kann ich hören, was ihr so denkt. Also, seid ihr alle bereit? Geht's euch gut? Schön, dann fangen wir an mit dem Video. Das leider jetzt nicht kommt. Wir brauchen ein bisschen technischen Support. It's much more fun when you see the pictures. Ich denke mal, es ist so. Es ist sehr viel schöner, wenn ihr Bilder dazu seht. Haben wir einen Techniker oder eine Technikerin hier? We have a technical problem here. So, while the VOC and my stage manager okay. is trying to get some people from there. Das VOC und der Stage Manager versuchen, yes, he will do this. He's a good guy. He's das Problem guy. Zu beheben. Ladies, applause for the VOC. Applaus fürs VOC. So, while we're waiting to have the video. And it looked really good from here. Let's play a little game. Naja, lass uns auch ein kleines Spiel spielen, während wir auf das Video warten. Später gibt es Q&A, die nicht aufgezeichnet werden wird. Und außerdem auch nicht gestreamt wird. Und deswegen gebt euch doch selber einen kurzen Applaus, denn ihr werdet eine großartige Diskussion mit dieser netten Frau führen. Und naja, ich würde einfach gerne den Applaus etwas austesten. Okay, wir haben... That should be louder. Come on! Da ist immer noch kein... ja... Okay, we still have no video, but okay, immer noch kein Video. Okay, aber applaudier doch einfach nochmal. Ich glaube, da drüben habe ich nichts gehört. Yeah, better. Okay, besser, so langsam. Are they? Come on. Some information I'd present to you. After the video. Ja, wenn nicht, dann kommen wir jetzt zu ein paar Informationen, die ich eigentlich nach dem Video sagen wollte. Also im Video die Daten aus dem Video stammen aus der amerikanischen Zivilfreiheitsunion, einer Bürgerrechtsorganisation in der US. Und naja, falls man etwas über China wissen will, dass die Regierung, die chinesische, ist sehr offen mit ihren Plänen und Vorhaben. Und natürlich könnte man das einfach nur kopieren, aber das ist eine gute Möglichkeit zu lernen, was die Regierung eigentlich vorhat. Das funktioniert mit sehr vielen verschiedenen Regierungen. Und mir ist klar, dass dieses Video großen Einfluss hatte und es gab viele Berichte über diese schrecklichen Entwicklungen in China. Aber wenn man sich das alles anschaut, dann sieht man, dass auch noch Jahre später immer noch das Gleiche wie im Video dargestellt wird. Deswegen, falls ihr wirklich etwas herausfinden wollt, dann bitte schaut nach Fakten, die sind wahrscheinlich sogar online verfügbar. Okay, also jemand hat uns neulich darauf aufmerksam gemacht. Wir konnten das nicht glauben, als wir das gelernt haben. Und immer noch jetzt denke ich, ach, da verstehe ich irgendwas nicht. Das kann doch nicht so sein, oder? Also das ist so dystopisch, das ist doch Sci-Fi. Aber hier ist es in unserer Welt und Menschen finden das auch noch gut.
anscheinend hat China es geschafft, einen hörigen Bürger zu spielifizieren. Also unter dem unaufmerksamen Namen Sesam-Kredit hat China ein System eingerichtet, das von Tencent, Riot Games, Epic und Activision Blizzard und der Konkurrent zu Amazon Alibaba, daher der Name Sesam, haben dieses System errichtet und sich mit der Regierung verbündet, um ein System zur Kreditwürdigkeit zu etablieren. Und es geht nicht nur darum, ob du deine Rechnung bezahlst, sondern auch, ob du auf Regierungslinie bleibst. Also zum Beispiel Tiananmen und Links zu abtrünnigen Organisationen, nicht so gut, aber wenn du gute Links zu guten wirtschaftlichen Lage in China teilst, dann geht deine Kreditwürdigkeit nach oben. Und dieses Sesam-Kreditsystem kann auch auf Quellen aus anderen Webseiten zugreifen. Und diese Bewertung hat Auswirkungen im echten Leben. Es gibt verschiedene Ebenen und eine hohe Bewertung macht es zum Beispiel einfacher, ins Ausland zu reisen oder einen Kredit zu bekommen. Es gibt noch keine Konsequenzen für eine niedrige Bewertung, aber sobald dieses System vorgeschrieben wird, ab 2020, könnte zum Beispiel Internetzugang reguliert werden oder sogar die Jobs, die eine Person ausführen darf, begrenzt werden. Und naja, von widerwärtig zu wirklich böse wird das System dadurch, dass es auch die Hörigkeitswertung von Freunden und Freundinnen mit einbezieht. Und jederzeit können die Bewertungen von anderen Personen angeschaut werden. Und naja, habt ihr mal ein Spiel gespielt und jemand war nicht sehr gut und ihr habt versucht, ihr Verhalten zu ändern und nach einer Weile habt ihr vielleicht aufgehört, mit ihnen zu spielen, weil sie einfach nicht so gut waren und ihr besser wart. Und naja, das ist im Grunde genommen dieses System. Das ist eins der furchterregendsten Werkzeuge eines autoritären Staates. Denn natürlich Todesstrafen oder Gefängnisstrafen, das ist alles sehr schlecht. Aber im Grunde genommen muss man eine große Masse an Menschen unter Kontrolle halten. Und sozialer Druck, das kommt von selbst. Da kommen die traditionellen Regierungswerkzeuge nicht mit. Und mit dieser neuen sozialen Kontrolle muss nicht mal mehr gesagt werden, dass man seine Nachbarn ausspionieren sollte. Denn das ist alles eingebaut. Die Bildung wird übernommen von den Bürgern selbst. Und wenn das nicht funktioniert und schlechte Ideen kommen, dann werden die quarantinisiert. Und naja, wenn du zu viele schlechte Ideen teilst, dann werden deine Freunde dich verlassen. Und niemand taucht auf deine Tür auf und schüchtert dich ein, sondern all deine Privilegien, die du dir hart erarbeitet hast, werden einfach verschwinden. Und so wird... Früher hat man autoritären Regimen gehört, weil man sich fürchtete. Aber das ist nicht produktiv. Dass in der neuen Welt wird positives Reinforcement benutzt, positive Verstärkung von Verhalten. Und was das so schrecklich macht, ist, dass wir das in Spielen schon sehr lange gesehen haben. Zum Beispiel in World of Warcraft, als es in frühen Versionen war, als Leute dafür bestraft wurden, dass sie zu lange gespielt hatten. Und deswegen haben sich viele Spieler beschwert, die lange spielen wollten. Und Blizzard hat dann beraten und nichts geändert, aber sie haben den bis dato als schlechten bezeichneten Zustand als normal bezeichnet und den normalen als gut. Und das fanden alle toll. Und Leute haben sich jeden Tag eingeloggt, um diesen Bonus zu erhalten. Und naja, bei World of Warcraft geht es nur um unnützes Grinding in MMORPGs. Aber dieses neue System ist zurzeit zwar noch optional, aber ab 2020 wird es vorgeschrieben sein in ganz China. Und die Leute, die früh damit
mitmachen, die werden diesen Patriotismus, diese Hingabe weitergeben. Sie werden das Ganze positiv und spaßig darstellen und dadurch wird es im Endeffekt der ganzen Gesellschaft aufgedrückt werden. Und da gibt es auch viel Kompetition und es gibt schon viele Tweets, die zeigen, wie hoch ihre Bewertungen sind und geben damit an, wie patriotisch sie sein. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie dieses System genutzt werden wird. Und wir haben schon früher über Propagandaspiele in diesem Channel geredet. Aber die Dekonstruktion von schrecklichen Spielen und Propagandaspielen, das hat zu nichts geführt. Und von all diesen, diese Implementation von Spielifizierung ist die bisher furchterregendste. Denn man kann es mit seinen Freunden teilen, aber es nutzt so viele psychologische Tricks. Bewertungen und Möglichkeiten zum Aufstieg. Und wie schon gesagt, ich kann das immer noch nicht ganz glauben. Falls das hier jemand aus China sieht, bitte sagt mir, ob ich das irgendwie missverstehe, denn ich wünschte, es wäre nicht so. Aber sonst muss man wohl dafür arbeiten, dass dieses System nicht verpflichtend wird für alle Bürgerinnen und Bürger. Und deswegen bitte im Rest der Welt seid wachsam, was sowas angeht. Diese Spielifizierung bietet theoretisch Möglichkeiten, um diese Welt zu einem viel besseren Ort zu machen. Aber natürlich kann diese Macht auch missbraucht werden. Und deswegen liegt es an uns, dieses neue Medium zu verstehen und tun, was wir können, um es in gute Bahnen zu lenken. So, okay. Wir hatten den Fahrplan. Und danke an Extra Credit für das Video und danke für die, danke dafür, dass ihr euch auf Gamification, Spielifizierung konzentriert habt. Denn meistens ist es für uns Kulturwissenschaftler so, dass wir ohne großes technisches Wissen und das ganze Spielifizierungsding hat mich dazu angeregt, mich darüber zu informieren, und mich darüber zu interessieren, was dahinter steckt. Ich hatte schon gesagt, dass das Video einige falsche Informationen beinhaltet. Zuerst möchte ich mich auf einige wichtige Informationen fokussieren, die das Video genannt hat. Es gibt jetzt ein Sozial-Rating-System in China jetzt. Das System wird 2020 für alle verpflichtend sein. Das ist richtig. Es geht um Big Data, Artificial Intelligence, ob du online oder offline bist. Und es benutzt Technologien wie Spielifizierung. Und Nudging. Wenn du hörst, Gamification ist about feeling good. Wenn du mitbekommst, dass es in Spielifizierung darum geht, sich gut zu fühlen, also Aktualisierung und Korrekturen, ein kurzer Blick über die chinesische Internetlandschaft. Was die meisten bereits wissen, von Anfang an hat die chinesische Regierung das Internet so sehr kontrolliert wie nur möglich und auch die Benutzung des Internets. Also ein bisschen Vokabular, die große Firewall oder das goldene Schild oder die große Kanone, eine DDoS-Waffe. Naja, da können wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Auch sehr interessant für die Sozialkreditsysteme, die Registrierung mit echten Namen. Also man darf viele Services nicht benutzen, wenn man nicht seine Personalausweisnummer übermittelt. Zur anderen Seite, den Nutzerinnen und Nutzern. Es gibt Millionen von ihnen. Es gibt 1,4 Milliarden Menschen in China. Und Informations- und Kommunikationstechnologien sind wirklich, wirklich beliebt, viel mehr als in Deutschland zum Beispiel. Was man auch beachten sollte, es gibt kein Bargeld mehr in China, fast nicht mehr.
Als ich 2004 in China gelebt habe, habe ich meine Miete für jedes halbe Jahr bar im Voraus bezahlt. Für alles, was ich gekauft habe, habe ich bar bezahlt. Es gab nicht viele Orte, die Karten zur Zahlung akzeptierten. Aber anstatt auf die Entwicklungsstufe Karten überzugehen, ist China direkt zu Apps übergegangen. Und man kann jetzt Nudeln oder was auch immer mit einem Mobiltelefon kaufen. Und natürlich haben chinesische Nutzerinnen und Nutzer viele Wege, um zur Umgehung von Zensur gefunden. Das ist auch ganz toll und naja, schaut das mal nach. Und jetzt aber zu den großen Unternehmen im chinesischen Internet. Es gibt drei davon. Alibaba, Tencent, über die haben wir schon im Video gehört, und Baidu. Das ist der dritte. Alle haben Millionen, wenn nicht Milliarden von Nutzerinnen und Nutzern. Ich werde jetzt amerikanische Firmen anführen, um ein bisschen hier beim Verständnis zu helfen. Das war der falsche. Baidu ist bekannt für Baidu Baoke, quasi die chinesische Wikipedia, naja, nur etwas eingeschränkter. Und sie haben auch Baidu Pay. Und sie sind auch sehr weit vorne bei AI mit dabei, bei künstlicher Intelligenz. Tencent, naja, wir haben über die Spiele gehört und es gibt QQ. Vielleicht, das ist ein Messenger-Programm, ihr erinnert euch vielleicht an ICQ, aber es ist eben ein bisschen größer. Und noch eine App, viele denken, das wäre nicht chinesisch, aber das ist es, WeChat. Ja, ratet mal, was WeChat entwickelt hat. WeChat Pay. Und noch eine kleinere Firma, an der Tencent mit 12% beteiligt ist, Snapchat. Alibaba hat Alipay, eine der größten Zahlungs-Apps. Ich glaube, das gibt es sogar schon in Deutschland in einigen Shops. Es gibt das Taobao wie eBay, nur sehr viel größer. Und Sina Weibo. Weibo heißt Mikrobloggen oder Twittern. Und Sina ist die größte, das größte Unternehmen in China und ja, sie halten ca. 32% daran. Und dann gibt es noch Ant Financial Service Group und die haben etwas namens Sesame Credit, Sesam Kredit entwickelt. Tencent hat damit nichts zu tun, Tencent hat sein eigenes System entwickelt. Also, 2014 ist das Jahr, in dem die chinesische Regierung eine Planung veröffentlicht hat, wie das Sozialkreditsystem konstruiert werden solle. Und es hat uns viele Informationen darüber gegeben, aber nur wenige spezifische Informationen. Also, es hat bereits begonnen und in 2020 wird es für alle verpflichtend sein. Aber sie haben bereits seit ungefähr 2005 angefangen, daran zu arbeiten. Es erlaubt sowohl Regierungssozialkreditsysteme als auch privatisierte. 8 Firmen sind erlaubt, ein privates Sozialsystem einzuführen. Zum Beispiel Alibaba und Tencent. In verschiedenen Regionen, zum Beispiel in Hainan, können die Provinzregierungen auch ein eigenes Sozialkreditsystem einführen. Also ihr seht, es gibt viele verschiedene Systeme zur gleichen Zeit in verschiedenen Regionen und manchmal kann man sogar in verschiedenen Sozialkreditsystemen zur gleichen Zeit sein. Es gibt ein privates System, das Sesame-Kredit, das wird von Alibaba betrieben. Also nochmal, Sesame Credit ist nicht das verpflichtende Regierungssystem für alle. Und einen weiteren Punkt war noch, den ich vergessen habe, vielleicht kommt mir der später nochmal. Also, um euch ein bisschen mehr Informationen geben, lasst uns einen kurzen Überblick haben über die neuerlichen Entwicklungen, von denen ich denke, dass die interessant für euch sind.
mit dem Szenario, dass man eine Gesellschaft hat, die sich formt durch ein Rating-System. 2016 wurden neue Regeln veröffentlicht für Sozialkreditsysteme. Und es gab ein neues Gesetz für Cybersecurity und es gab einen Polizeiroboter. Das war viel Arbeit und mein Artikel dazu kam im Endeffekt nicht zustande. Ihr habt vielleicht Wall-E gesehen vor ein paar Jahren und darin gab es ja diesen kleinen süßen Roboter Eve mit Taser-Fähigkeiten. Und irgendjemand in China muss diesen Film auch gesehen haben, denn dieser Roboter sieht aus wie Eve und kann tasern. Ihr findet Bilder und Clips davon online. Und die Volksbank von China, die People's Bank of China, hat ihre eigene digitale Währung angekündigt, die bald erscheinen soll, an der sie Jahre gearbeitet haben. Und 2017 wird es verpflichtend für Kommentatoren online, ihren echten Namen zu benutzen. Und dann 2020 eben das Sozialkreditsystem. Die nächste Frage, die nun eigentlich kommt, wie funktioniert dieses Sozialkreditsystem? Schauen wir uns kurz das Sesam-Kreditsystem von Alibaba an, denn sie haben mehr und mehr Services eingebaut mit der Zeit. Wir können viel über das Data Mining lernen, das sie betreiben. Also, einbezogen werden Zahlungen auf Alipay und je mehr man mit Alipay zahlt, desto höher wird die eigene Bewertung. Andere Alibaba-Services im Web, hunderte davon gibt es. Und in der echten Welt sozusagen gibt es zum Beispiel Informationen aus Datenbanken von Gerichten, aus Schuldregistern und auch die Daten von Chinas größter Dating-App, Baihe, sodass man auch gleich sehen kann, ob die Person, in die man sich verlieben will, eine gute Bonitätswertung hat. Und natürlich werden noch mehr Services mit der Zeit dazukommen. Es gibt bereits jetzt Strafen, die dadurch eingeführt werden. Zum Beispiel mit Unterhalt für Kinder. Wenn man die lange nicht zahlt, habe ich gehört, das soll manchmal der Fall sein, dann wird einem der Zugang zu gewissen Reisemöglichkeiten verwehrt, zum Beispiel zu Langstreckenflügen oder Hochgeschwindigkeitszügen. Das ist eine sehr clevere Methode, damit umzugehen, denn Leute wollen sich natürlich diese Privilegien nicht nehmen lassen. Und die technologischen Details, die Algorithmen und die AI-Implementationen, die in diesem System verwendet werden, sind nicht öffentlich. Und wie wird das verpflichtende System aussehen? Da gibt es eine sehr ehrliche Antwort. Das wissen wir nicht. Die chinesische Regierung gibt uns keine Informationen darüber, wie dieses System verpflichtend für alle Bürgerinnen und Bürger eingeführt werden soll. Aber wenn wir uns auf die letzten 20 oder 30 Jahre beschränken, dann können wir schauen, wie sie das verpflichtende System vorbereiten. Wie ich bereits sagte, es gibt verschiedene Systeme, die zur gleichen Zeit existieren. Und meine Vorhersage wäre, dass sie eine Verschmelzung der existierenden Systeme vornehmen und die schlecht funktionierenden in Zukunft weglassen werden. Dank unserer früheren technischen Schwierigkeiten, danke nochmal dafür, für die Hilfe damit. Was will die Kommunistische Partei Chinas mit dem Sozialkreditsystem? Ein paar werden sich wohl an 1989 erinnern. Als es nur noch wenige Länder weltweit gab, die sich selbst sozialistisch nannten. Heute gibt es nur noch sehr wenige davon. Und wie hat China es
geschafft, bestehen zu bleiben, obwohl es sich zum Westen und zum Kapitalismus öffnete. China wird eine Transformationsgesellschaft genannt, in der einige Menschen sehr schnell sehr reich werden und viele Menschen ärmer und ärmer werden und sehen, wie andere reicher und reicher werden. Und das führt zu großen sozialen Spannungen. China ist ein riesiges Land mit einer Menge, mit einer großen Bevölkerung. Und natürlich führt das zu Problemen. Und eine Zahl, die ich sehr mag, 2014 gab es fast 250 offiziell gezählte Massenvorkommnisse. Und diese Zahl wurde größer und größer, also heutzutage sind das noch mehr. Und da kann es zum Beispiel um Demonstrationen gehen von Rentnerinnen und Rentnern. Sorry, ich muss mich darauf konzentrieren, nicht zu fluchen. Und es geht aber auch um Aufstände, um Bomben, um brennende Gebäude. Zum Beispiel G20 in Hamburg, das ist ein Masseninzident, ein Massenereignis. Aber darüber sollte man sich nicht drüber aufregen. Hamburg steht noch. Naja, danke. Hallo Hamburg. Und denkt daran, organisierte Gesellschaften werden auf unterschiedlichen Ebenen kontrolliert, nicht nur in China. Und soziale Kontrolle wird eigentlich immer durch Gruppen implementiert. Es ist sehr einfach, wenn die Leute sich gegenseitig kontrollieren. Und auch das hat eine lange Geschichte in China. Und in sozialistischen Ländern wurden neue Formen von sozialer Kontrolle eingeführt. In China gibt es den Hukou, wo mit dem erlaubt wird, wo man leben kann. Und ich verkürze das jetzt sehr. Es gibt den Dang'an, eine analoge Version, und es gibt eine Heiratserlaubnis, die man braucht, wenn man heiraten will. Und es war nicht sehr einfach, ohne eine Heiratserlaubnis zu leben. Und nachdem China mehr und mehr digitalisiert wurde, wurde eben auch die Digitalisierung, die Kontrolle digitalisiert. Und da jetzt Informations- und Kommunikationstechnologien mehr und mehr benutzt werden, fallen Massen und Massen an Daten an. Und naja, das fiese Ding an Daten ist, dass man sie nicht sieht, dass man sie nicht riecht, dass man sie nicht fühlt. Und naja, für uns als Menschen ist das schwierig, mit so etwas, das wir nicht wahrnehmen, umzugehen. Und mehr Technologien werden eingesetzt in sozialer und ziviler Kontrolle. Aber das, da haben wir immer noch die Frage, warum China das macht. Lass uns jetzt zu einem über anderen Punkt übergehen, worüber ich sehr interessiert bin, über ideologische Beeinflussung. We think about it is formed by theories, by ideologies. Worüber wir denken, wird beeinflusst über Ideologien beeinflusst. Das ist die chinesische Flagge. Wenn man das sieht, vielleicht erinnern sich einige darüber. Es ist rot, es hat gelbe Sterne, das ist meistens Code dafür, dass es sozialistisch ist. Das ist Mao Zedong. Er war groß in China. Und dann hat man hier drei sozialistische Symbole. Es hilft wirklich, wenn man etwas über Marxismus weiß, wenn man China versucht zu verstehen. Und speziell bei der Studie von Mao Zedong Gedanken. Es geht nicht darum, was Mao Zedong gedacht hat, sondern was seine Lehren sind. Die chinesische Regierung hat sich geöffnet für mehr. Zum Beispiel haben sie sich geöffnet zum Nationalismus hin. Normalerweise, wenn man Sozialismus kennt und versteht, dann würde man nicht annehmen, dass Sozialismus und Nationalismus zusammengehören. Aber die chinesische Regierung hat einen Weg gefunden, dass die beiden sich mögen. Nationalismus und Sozialismus. Die Regierung hat sich sehr tief interessiert für PR.
And someone not so well known to most of us. Und das ist eine Person, die wir vielleicht nicht so gleich kennen. Das ist Konfuzius. Der Konfuzianismus hat die chinesische Bevölkerung und Gesellschaft geformt über 2500 Jahre hinweg. Und wenn man diesen Einfluss hat, kann man diesen nicht wegfegen. Er ist in der gesamten Gesellschaft verankert. Konfuzianismus ist zurückgekommen als Ideologie, wo einige Teile der sozialistischen Ideologie weggegangen sind. Und als das weggegangen ist, ist Konfuzianismus zurückgekommen. Und im Konfuzianismus geht es darüber, dass jeder in der Gesellschaft an seinem eigenen Platz ist, an seiner Stelle. Und mit all diesen neuen ideologischen Beeinflussungen hat sich die Kommunikation auch verändert. Vorher war es die große Masse und jetzt ist es die Öffentlichkeit. Früher gab es die alten Kampagnen und Programme, zum Beispiel den großen Sprung vorwärts. Und diese Kampagnen haben unser Bild von China geformt. Menschen mit Ballons, mit roten Flaggen. Aber mittlerweile gibt es neue Kampagnen und neue Programme. Zum Beispiel gibt es das Programm der sozialistischen harmonischen Gesellschaft, ja, den chinesischen Traum. Vor ein paar Jahren konnte man noch nicht sozialistisch und harmonisch in einen Raum zusammenstellen. Mittlerweile funktioniert das. Und der chinesische Traum, der klingt wie der amerikanische Traum, das ist auch so gedacht. Wir haben gelernt, dass alle Regierungen daran interessiert sind, zu kontrollieren und Feedback, Rückmeldung über diese Kontrolle zu bekommen. Wir haben ein zentrales Nervensystem, das jeden Körperteil sagt, was passiert. Und das können wir übertragen auf die Gesellschaft. Es gibt ein zentrales elektronisches Nervensystem mit Kommunikationstechnologien und jetzt auch mit Sozialkreditsystem können wir die Rückmeldung dieses Nervensystems benutzen als Rückmeldung für mehr Kontrolle. Also. Wir sind nun am Ende angelangt von dem Talk und bei der Zusammenfassung. Also das, denke ich, ist wirklich wichtig. Es ist eine internationale Richtung, dass wir versuchen, soziale Probleme mit technologischen Lösungen zu lösen. Und vielleicht ist das nicht die beste Lösung. Und die chinesische Regierung denkt nicht in Jahren, die denken in Jahrzehnten, Minimum. Und die Regierung hat auf das Internet geguckt, sie haben befunden, dass es ein gutes Werkzeug ist und sie benutzen es auch. Mit Erfolg. Aber wir wissen mindestens seit Edward Snowden, dass auch andere Regierungen das Internet als Werkzeug benutzen. Ein Sozialkreditsystem existiert aufgrund von Big Data, von Algorithmen, durch Kommunikationstechnologien und Spielifizierung und es wird verpflichtend für alle sein. Dieses Spiel, wenn es verpflichtend für alle wird, wird dein Leben definieren. Und nicht nur dein Leben, es wird auch definieren das Leben von denen, mit denen du in Verbindung stehst. Zum Beispiel deine Kinder. Und es gibt die Möglichkeit, das zusammen mit einer nationalen auch die Möglichkeit, das zu verbinden mit der nationalen Kryptowährung, die chinesische Regierung bzw. die Bank of China entwickelt. Ich möchte euch danken für den Talk, dass ihr schön aufgepasst habt und ich freue mich auf die Frage und